nennt sich gern das Tor zum Erzgebirge. Zum Brauch in der Metropole gehört es, zu Beginn der Weihnachtszeit das Tor zum Erzgebirge weit zu öffnen. Immer dann, wenn in der Stadthalle zu den Tagen der erzgebirgischen Folklore eingeladen wird. Auch in diesem Jahr sorgten rund 60 Kunsthandwerker in den Foyers der Chemnitzer Kultureinrichtung mit traditionellem und modernem Weihnachtsschmuck und Schauvorführungen für strahlende Augen bei den insgesamt rund 10.500 Besuchern. Außer den Kunsthandwerkern hatten auch namhafte Musiker den Weg vom Erzgebirge nach Chemnitz gefunden. Beim Programm Advent in unserer Hamid waren im großen Saal der Stadthalle unter anderem die Grünhainer Jagdhornbläser sowie Joachim Süß und sein Ensemble zu erleben.